Was geht ab, Leute? Ich bin's mal wieder, euer Grand Warlord hier. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und in diesem Video gibt's eine kurze Trailer-Analyse zum gestrig erschienenen Trailer zu Alpha und Omega. Und ich muss vorab sagen, wenn ihr den Trailer noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch am besten an. Ich werde den Link dazu mal in die Infokarte packen. Und ja, für alle, die den Trailer gesehen haben, geht's jetzt los. Bevor wir über den Trailer an sich sprechen, muss ich sagen, es war im Prinzip kein wirklicher Trailer, wie man ihn erwartet hat. Es war mehr so ein Zusammenschnitt der Äther-Geschichte. Wir haben klar ein paar Sachen erfahren bzw. auch gesehen, die wir so noch nicht gekannt haben. Aber es waren auch einige Ereignisse dabei, die wir eben schon in der vergangenen Zombie-Geschichte erfahren haben. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal auf die Schlüsselszenen ein, die man im Trailer sehen konnte, und werde dazu ein paar Hintergrundinformationen nennen, dass es dann doch hoffentlich verständlich wird. Das erste, was mir im Trailer direkt aufgefallen ist, war Samantha Maxis. Das letzte Mal, als wir Samantha sehen konnten, war in Moon, wenn mich nicht alles täuscht. Und dort war sie eben für lange Zeit in dieser MPD, in dieser Pyramide gefangen. Jetzt haben wir sie in Aktion gesehen. Und eigentlich war es schon immer klar, dass Samantha kein gewöhnliches Mädchen ist, sage ich mal. Jetzt haben wir gesehen, dass sie über ziemlich starke Kräfte verfügt. Ob sie die von Dr. Monte bekommen hat oder woher auch immer, vielleicht auch von den Wächtern, weiß man nicht. Wir haben nur gesehen, dass sie eben einen Apotheken getötet hat, und das muss man erstmal schaffen. Das letzte Mal, dass wir so einen Apotheken gesehen haben, war in Revelations. Also das Ganze hat im Prinzip so gesehen die Black Ops 4 Story so ein bisschen übersprungen. Und wir haben auch im Trailer ein paar Szenen aus Shadows of Evil gesehen, beziehungsweise ein paar Flaggen und so. Ja, komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Machen wir erstmal weiter mit dem zweiten Teil. Was auch noch ganz interessant war, und zwar haben wir hin und wieder das Chronorium gesehen. Das Chronorium habe ich schon in den letzten Videos beschrieben, ich denke, da würde ich die meisten von euch langweilen. Und was da interessant war, und zwar, wir haben ja schon darüber spekuliert, dass die ganze Zombie-Geschichte, die ganze Zukunft so gesehen zurückgesetzt wurde. Richtofen ist den dunklen Mechanismus betreten, beziehungsweise er hat ihn verwendet, und man hat schon erkannt, dass die Geschichte, also der Teufelskreislauf so gesehen durchbrochen war. Und das Ganze ist jetzt eigentlich mit diesem Trailer so gut wie bestätigt. Und zwar gab es einmal eine Szene, das war fast schon, ja, die Schlüsselszene, sage ich mal, die Bestätigung dafür. Und zwar hat man da im Chronorium eben die Szene gesehen, als die vier Helden am Haus von Dr. Monty angekommen sind. Und im Prinzip war das eben dieser Kreislauf. Die Helden sind angekommen, dann gab es Revelations, dann wurden sie wieder zurück nach Origins geschickt und das Ganze hat sich immer wiederholt. Jetzt haben wir gesehen, als die Helden vor dem Haus gestanden sind, war das Ganze irgendwie wie ausradiert. Auf einmal sind die Helden verschwunden und die Schriftzüge auf der rechten Seite haben sich verändert. Das war im Prinzip die Bestätigung dafür, dass das Ganze jetzt neu geschrieben wird oder eben schon wurde und dass es auf jeden Fall ein anderes Ende annehmen wird. Eine andere Szene, die ich auch ganz interessant fand, war eben die Szene im Labor. Und zwar haben wir dort eben ein paar Wissenschaftler gesehen, die anscheinend dann irgendwas rumexperimentiert haben. Und dann ist Panik ausgebrochen, die Lichter haben angefangen zu flackern und irgendwas ist passiert. Ich denke, dass es mit der zweiten MPD, mit der zweiten Pyramide zu tun hat. Und ich habe in meinen letzten Videos auch schon gesagt, dass DLC 3 ja irgendwo um Nuketown herum spielt, also in der Nähe von Groom Lake. Und ich denke, dass diese Forschungseinrichtung dort eben ist, beziehungsweise dass das die Forschungseinrichtung ist, die wir auch in DLC 3 sehen werden. Was wir genau mit der MPD, mit dieser zweiten Pyramide machen müssen, ist noch unklar. Was wir aber wissen, ist, dass Nikolai auf jeden Fall eine Hauptrolle in dem Zusammenhang spielen wird. Er hat auch übrigens den ganzen Trailer so ein bisschen dahin erzählt, was hier so passiert ist und so. Also ich bin mir nicht zu 99% sicher, dass Nikolai auf jeden Fall was mit der Pyramide machen muss. Und ja. Was auch noch ganz interessant ist, und zwar, da werde ich jetzt nur kurz drauf eingehen, wir haben auch die Helden der Dire Crew, sage ich mal, Misty, Stuhlinger und die anderen gesehen und eben auch Peter McCain. Also es war im Prinzip so ein kurzer Recap, Zusammenschnitt über die andere Crew. Ja, war jetzt nicht so interessant, beziehungsweise da kann man jetzt nicht so viel dazu sagen. Was man aber, zu was man viel mehr sagen kann, ist The Great War. Und da werde ich jetzt noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, weil es doch, wie ich finde, die Schlüsselszene war. Und damit wirklich jeder Bescheid weiß, würde ich sagen, gehe ich einfach mal kurz ein bisschen auf den Background, auf die Vergangenheit ein. Gegen Ende des Trailers hat das Ganze dann seinen Lauf genommen. Wir haben die Gegenüberstellung von Wächter und Apothekern erhalten. Und insgesamt gab es bisher zwei Kriege zwischen den Parteien. Ich fange einfach mal so an, wie ist es dazu überhaupt gekommen, dass die beiden Parteien verfeindet sind. Ursprünglich waren die Wächter und die Apothekern ein und dieselbe Rasse. Das waren alles Wächter. Irgendwann ist dann so eine dunkle Materie, sage ich mal, aufgetaucht, so eine dunkle Magie. Beziehungsweise, ja, dunkle Magie, Energie, ähnlich wie in Star Wars. Und die hat halt einen Teil der Wächter so ein bisschen manipuliert.
Und daraufhin waren sie so ein bisschen, ja, korrupt, wenn man das so sagen kann. Also haben im Prinzip sich der dunklen Energie zugezogen gefühlt und wollten dann, sage ich mal, die guten Wächter vernichten. Dann gab es einen Krieg zwischen Wächter und dunklen Wächtern, sage ich mal. Den konnten dann die guten Wächter gewinnen und haben eben die bösen Wächter in den dunklen Äther, also sage ich mal, in die Hölle verbannt. Und dort waren die dann auch für eine Zeit lang. Dadurch, dass die eben dauerhaft dieser dunklen Energie im dunklen Äther ausgesetzt waren, haben sie sich angefangen zu verwandeln. Da sind übrigens dann auch unter anderem die Magwas und die ganzen anderen mystischen, bösen Kreaturen entstanden. Die sind eben dadurch, ja, sag ich mal, entstanden, erschaffen worden. Dann gab es einen zweiten Krieg. Und zwar nach geraumer Zeit sind dann diese Kreaturen wieder aus der Hölle hinaufgestiegen und wollten es eben nochmal wissen, wollten halt eben nochmal die Wächter bezwingen. Und der Kampf ist dann anders abgelaufen. Und zwar haben dann Richtofen und seine Crew sich den Wächtern, den in Anführungszeichen guten, weil die sind nicht wirklich gut, darauf komme ich gleich drauf zu sprechen, angeschlossen und haben eben zusammen mit den Wächtern die Apothecans nochmal besiegt. Und da ist übrigens auch dieses bekannte Bild entstanden aus Origins, wo die Helden eben die Elementarstäbe hatten. Das ist im Prinzip aktueller Stand der Dinge und seitdem gab es keinen Krieg mehr. Im Trailer selbst konnten wir auch noch die Anführer der jeweiligen Gruppen sehen. Auf der einen Seite der Anführer der Wächter war Dr. Monty. Und Dr. Monty haben wir bisher niemals in dieser Form gesehen. Also es ist sozusagen sein wahres Ich. Auf der anderen Seite können wir den Anführer der Apothecans, also der Bösen, sage ich mal, sehen. Und das war der Shadow Man. Was einem auffällt, ist, dass der Shadow Man und Dr. Monty sich ziemlich ähnlich sehen. Kann ganz einfach daran liegen, dass sie ursprünglich derselben Rasse angehörig waren, kann aber auch damit zusammenhängen. Und da hat Mr. Dalek JD einen guten Hinweis geliefert. Und zwar, ich kann mich auch noch erinnern, damals in Revelations gab es ein wichtiges oder ein interessantes Zitat von Dr. Monty. Und zwar hat er so ein bisschen über sich und den Shadowman geredet und dann hat er gesagt, das ist so ein bisschen wie mit einem Wurm, der Shadowman. Wenn man einen Wurm in zwei Teile schneidet und beide Teile weiterleben. Also Dr. Monty und der Shadowman waren anscheinend irgendwie mal ein und dieselbe Person. Und vielleicht kam es irgendwie, ich weiß nicht, also das Ganze ist eh ein bisschen verwirrend, das ist jetzt ein bisschen Spekulation. Irgendwie haben sich halt die Seelen oder die Seele, die einst einem gehört hat, geteilt in zwei Teile und die haben jetzt unterschiedliche Ziele. Ja, ich weiß nicht, das wäre jetzt eigentlich zu viel Spekulation. Auf jeden Fall haben Dr. Monty und der Shadowman irgendeine Verbindung zueinander und die stehen sich so gesehen gegenüber. Auf der einen Seite weiß man, dass sie mal Freunde gewesen sind, jetzt sind sie Feinde. Und ich weiß auch nicht, zu welcher Partei man helfen soll, weil Dr. Monty ist, das kennen wir aus unzähligen Cyphers, auch böse. Also Dr. Monty und der Shadowman sind so gesehen böse. Ich weiß jetzt nicht, ob Nikolai und die Crew sich jetzt einem anschließen, um halt eben das größere Übel zu vermeiden, also so nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund, oder ob sie zum Beispiel zusammen mit Samantha eine eigene Partei kreieren und halt eben für ihre Ziele einstehen. Ich denke, das werden wir im Laufe des DLC 3 erfahren und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag, genießt die warmen Tage und wir sehen uns im nächsten Video auch schon wieder. Bis bald, euer Grand Warlord. Falls ihr übrigens noch irgendwelche Fragen habt dazu, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, es war jetzt halbwegs verständlich und ja, ansonsten haut euch rein, bis bald.